Hey Guys, ich habe einfach mal so zum Spaß Wohnung kaufen, Dachau. Also, wir sind hier sozusagen bei München, 20 Kilometer entfernt. Was dabei rauskommt, die ersten fünf Webseiten einfach mal geöffnet und darunter auch die Süddeutsche Zeitung. Und was dabei rausgekommen ist, ist der absolute Wahnsinn. Dass du hier quasi. Ich meine, wir sind nicht mal direkt in München, sondern letztendlich, wie gesagt, außerhalb, noch in der ja, S-Bahn sozusagen Gegend, aber nicht mehr U-Bahn-Gegend. Also mit anderen Worten, wenn so also Carsharing und solche Sachen funktionieren schon nicht mehr. Ne? Also das ist sozusagen, Allach ist ungefähr die Grenze. Und du hast hier Neubauprojekte mit Wohnungen, sagen wir mal Zwei-Zimmer-Wohnungen von 60 Quadratmeter für über eine halbe Million Euro. Also das ist schon also ungefähr die Größenordnung, wo, sagen wir mal, du sagst, okay, da könnte ich mir jetzt, sagen wir mal, vielleicht noch mit einer Freundin drin wohnen oder mit einer Frau oder mit einer Ehefrau als Mann, ja, oder auch umgekehrt, als Frau mit einem Mann, aber sagen wir mal, eine Familie gründen, da geht maximal noch irgendwie ein Kind im Kleinkindalter bis 3 Jahre oder sowas, aber dann wird es echt eng mit zwei Zimmer. Ich weiß es, wie das meine Schwester gemacht hat. Irgendwann musste die einfach raus. Und das ist schon echt Hammer. Ich meine, das ist einfach hier unten auch so ein Neubauprojekt, ja. Dachau Süd ist es, ja. Es ist eine. Ja, es ist eine coole Gegend. Tiefgarage 30.000. Aber es gibt teilweise also sagen wir mal, Altbauwohnungen in der Stadt, also direkt in München, die günstiger sind wie im Speckgürtel von München. Das ist schon echter Wahnsinn. Das Geld ist halt auf, also was Immobilien betrifft, absolut nichts mehr wert. Also das, wie gesagt, wir reden hier von einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Zwei Zimmer. Das ist kein Einfamilienhaus, das ist kein Reihenhaus, das ist nichts, wo du zwei, drei Kinder, sagen wir mal, großziehen kannst, ja. So in der halben Millionen Gegend, wie zum Beispiel meine Eltern das gemacht haben, die halt dann immer so Step by Step immer wieder sich vergrößert haben und dann irgendwann mal halt in einem Reihenhaus gelandet sind. Und das jetzt aktuell, glaube ich, auch so 500 oder 600.000 wert ist, aber das sind zwei popelige Zwei-Zimmer-Wohnungen in super modernen Wohngegenden und super safe und also noch zumindest, also tolle, tolle Sachen. Das wird nächstes Jahr gebaut. Ah, hier sieht man das. Auch von der Aufteilung her ideal gemacht. Also das sind schon richtig coole Wohnungen. Natürlich sind es jetzt perfekte Fotos, aber auch in Wirklichkeit siehst du hier quasi eine super tolle Gegend. Hier gleich neben der Maria-Himmelfahrt-Kirche in der Nähe. Hier ist ein Stadtwald, ja, hier kannst du laufen. Hier hast du, ich glaube, drei, vier, fünf Kindergärten in Schrittnähe. Hier bin ich zur Schule gegangen, Grundschule, Hauptschule. Ja, also es ist wirklich eine super Gegend hier. Aber die Preise, Jungs, die Preise. Also das ist ja mal, ich meine, damit du sowas mal bezahlen kannst, oder sag mal, auch wenn du es mit Kredit machst, möchtest du es ja irgendwann mal abbezahlen, ne? Sagen wir mal in 10, 20 Jahren oder so. Nicht ewig dein ganzes Leben drauf zahlen. Also da brauchst du unter 10, ein Gehalt unter 10.000 Euro brauchst du gar nicht anfangen. Ja. Wahnsinn.